Es gibt jetzt sozusagen so eine zweite Art von Algorithmus, das ist der sogenannte Free-Throw-Push-Ansatz. Und da gehen wir wie folgt vor. Ich habe schon gesagt, das ist so ein getaktetes Vorgehen. Wir schieben erstmal maximal viel von der Quelle raus. Ja, das heißt sozusagen, wir würden uns jetzt hier den Knoten Startknoten S hernehmen, wir würden uns die Kante A hernehmen, erkennen, okay, da haben wir jetzt 15 Kantenkapazität von 15 Einheiten, also würde ich sozusagen 15 Einheiten hier rüber schieben. Das gleiche würde ich dann irgendwie hier unten machen. Das ist so ein getaktetes Vorgehen, das heißt, erster Takt, ich schiebe hier rüber. Wenn ich dann sozusagen punktuell da drauf gucke, habe ich die Situation, die Kante ist gesättigt, ich habe hier 15 Einheiten, ich habe aber noch keinen ausgehenden Fluss. Das heißt, ich habe hier quasi sowas wie, können Sie sich vorstellen, wie so ein Überdruck, der da entsteht, oder Überschuss. Ja? Das ist ja wie so ein, stellen Sie sich vor, wie so ein Gartenschlauch. Ja? Ja, normalerweise, wenn Sie Wasserhahn aufdrehen, ja, dann geht das Wasser da durch, dann kommt es am Ende raus. Ja, hier ist sozusagen die Quelle, hier ist der Wasserhahn. Und hier ist sozusagen dann das Ende des Schlauches. Ja, und jetzt machen wir hier einfach mal, drücken wir mal irgendwie zu oder klemmen den irgendwie zusammen, den Wasserschlauch. Ja? Dann kommt hier irgendwie, liegt hier irgendwie was an, aber es geht halt nicht weiter. Ne? Und da ist dann irgendwie viel Druck auf der Leitung. Und das wird jetzt sozusagen Takt für Takt abgebaut. Der Algorithmus ist im Prinzip, sagen wir so, wenn man den so generisch formuliert, ist der ähnlich einfach wie der andere eben. Was wir jetzt machen, ja, in jedem Schritt wählt man sich einen aktiven Knoten. Aktive Knoten werden die sein, an denen diese Flusserhaltung nicht gilt. Ja, sozusagen nach diesem ersten Takt hier, ja, haben wir hier sozusagen Überschuss von 15 Einheiten. Der Knoten wäre aktiv, weil der Überschuss größer ist als 0. So, also man muss irgendwie diese Knoten mit einer zusätzlichen Information ausstatten, nämlich wie viel geht rein, wie viel geht raus. Und man muss den Knoten irgendwie einen Hinweis geben, in welche Richtung sie denn den Überschuss abgeben. Ja, das macht Sinn, das natürlich irgendwie in Richtung der Quelle zu machen, weil ich möchte ja möglichst viel von der Quelle zur Senke schicken. Nein, nicht. Jetzt habe ich mich gerade versprochen. Also das macht Sinn, das möglichst in Richtung der Senke abzugeben. Ja, also wenn ich hier einen Überschuss habe, macht es Sinn, diesen Überschuss in Richtung der Senke abzugeben. So, und irgendwann stelle ich dann vielleicht im Verlauf des Algorithmus fest, dass wenn ich sozusagen ganz viel, beispielsweise wenn ich hier 19 Einheiten rausschicke, ja, 15 plus 4, hier hinten habe ich aber die Information, wenn ich mir diesen Schnitt hier angucke, ja, ich kann maximal 17 zur Senke versenden. Das heißt, irgendwann werde ich dann feststellen, okay, ich kann den Überschuss nicht mehr in Richtung Senke abbauen, also muss ich ihn zurück zur Quelle schicken. Ja, quasi wieder zurückbringen. Das ist der Punkt hier. Ja, was wir dafür brauchen? Etwas modifizierten Flussbegriff, ja, weil wir ja diese Flusserhaltung nicht mehr gültig haben. Und was wir brauchen, wir müssen irgendwie Abstände messen. Dass wir feststellen, ja, sag ich mal, solange ich hier hinten das alles noch nicht erkundet habe, macht es Sinn, Überschüsse in Richtung der Senke abzubauen. Aber irgendwann muss ich dann ja feststellen, okay, in Richtung Senke funktioniert es nicht. Also muss ich quasi wieder zurück zum S gehen. Und das werden wir über eine mehr oder weniger intelligente Abstandsmessung im Netz machen. Auch hier gucken wir uns zunächst mal wieder so die Begrifflichkeiten an. Und zwar statt einem Fluss nennen wir das jetzt Preflow. Ich habe jetzt einfach den englischen Begriff so beibehalten, wie er halt in der Literatur irgendwie genannt wird. Ich habe weiterhin die Gültigkeit, was muss ein Preflow erfüllen? Er muss einmal diese Kantenkapazität berücksichtigen. Ja, das ist die gleiche Bedingung, die wir bei der Flussfunktion auch hatten. Das heißt, der Fluss für eine Kante darf nicht größer sein als die Kapazität einer Kante. Und hier habe ich jetzt einfach mal so abgekürzt hingeschrieben, das, was bei einem Knoten klein v ankommt, auch jetzt wieder ohne Quelle und Senke betrachtet, ja, das darf größer sein
als das, was aus dem Knoten rausgeht. Ja, also Groß V nach Klein V heißt alles sozusagen von irgendeinem Knoten zum Knoten V. Und Klein V, Groß V meint von dem Knoten V zu den übrigen Knoten. Ja, das heißt, es darf mehr reingehen, als rausgeht. Dann definiert, wenn ich jetzt einen Preflow habe, definiert so ein Preflow eine Überschussfunktion, und zwar, das ist eine Funktion auf der Menge der Knoten, ja, wo ich mir einfach die Differenz angucke zwischen Eingang und Ausgang oder Eingangsfluss, Ausgangsfluss. Ja, das ist sozusagen das, was ich eben so als Überschuss oder Überdruck bezeichnet habe. Einfach die Differenz dessen, was reinkommt und das, was rausgeht. Ja, und ein Knoten heißt balanciert oder, genau, heißt balanciert, wenn diese Überschussfunktion für diesen Knoten den Wert 0 annimmt, ansonsten unbalanciert oder ich habe es später auch aktiv genannt. So wird das dann im Algorithmus bezeichnet. Ja, Beispiel. Für so einen Preflow wäre das folgende, hier auch jetzt wieder in grün gekennzeichnet. Ja, ich habe hier irgendwie, hier schicke ich 16 Einheiten von der Kante S zur Kante A. Es gehen aber nur 8 Einheiten weg. Ja, also das, was bislang verboten war bei dem Fluss, ja, das ist jetzt irgendwie erlaubt hier. Es darf ein Ungleichgewicht sein zwischen Eingang und Ausgang. Ja, und das gilt halt jetzt an jeder Stelle. Was nicht passieren darf, ist, dass ich mehr rausschicke, als ich reinschicke. Das darf nicht sein. Ja. Das heißt, hier die 13 gehen nach C rein, 11 gehen raus, 11 gehen von C nach D oder nach D rein. Es gehen aber nur, nee, hier gehen auch 11 wieder raus. Und hier kommen 15 rein und 15 raus. Also das wäre ein gültiger Preflow. Auch hier wieder der Begriff des Restnetzwerkes. Ach nee, genau. Hier sozusagen nochmal diese Überschussfunktion. Das ist einfach die Differenz zwischen Eingang und Ausgang. Ja, ich habe hier 13 gehen rein, 11 gehen raus, das heißt, ich habe einen Überschuss von 2. 11 gehen rein, 11 gehen raus, Überschuss von 0, hier genauso. Und hier habe ich Überschuss von 4. Stimmt doch nicht, doch, 8 muss das heißen. Ja. 16 gehen rein, 8 gehen raus. Ja, dann hatten wir eben den Begriff des Restnetzwerkes. Das können wir jetzt genauso übernehmen, wie wir das vorher auch hatten. Das heißt, auch da gucken wir uns wieder an, was ist sozusagen der Wert dieses Preflows bei den entsprechenden Kanten. Und das Restnetzwerk beispielsweise für die Situation hier würden wir jetzt wie folgt definieren. Wir haben hier diese Kante vollständig ausgelastet. Das heißt, die Kante in diese Richtung bekommt den Wert 0 und die Kante in diese Richtung bekommt den Wert 16. Wir haben hier 8 Einheiten von A nach B. Das heißt, es gibt eine Kante von 12 minus 8 mit dem Wert 4 von A nach B und 8 wieder zurück. Und dann machen wir halt für jede Kante. Also das sozusagen im Unterschied jetzt zur Flussfunktion. Jetzt müssen wir uns noch angucken, wie kriegen wir das denn hin, dass wenn wir jetzt den, sagen wir mal, wir schicken jetzt möglichst viel Einheiten in das Netz rein und jetzt stellen wir irgendwann fest, nee, das kriege ich aber jetzt nicht mehr bis zur Senke abgebaut, das muss ich jetzt irgendwie wieder zurückführen. Das macht man über Abstandsmarkierungen. Was verstehe ich darunter? Wir haben wieder ein Netzwerk gegeben, wir haben einen Preflow gegeben, das zugehörige Restnetzwerk, wie wir es gerade definiert haben. So, und wir nennen eine Abbildung D, das ist eine Abbildung auf der Menge der Knoten, V auf die Menge der natürlichen Zahlen. Nennen wir eine Abstandsmarkierung, falls das folgende gilt. Das mit N bezeichne ich die Anzahl der Knoten. Sozusagen der Abstandswert von S ist N, also die Anzahl der Knoten. Der Abstandswert von T ist, das habe ich, glaube ich, gerade versprochen, ne? Also der Abstandswert von S ist N und der Abstandswert von T ist 0. Ja, sozusagen kennzeichnet einfach, naja, ich habe sozusagen 0 Einheiten bis T oder 0 Kanten bis T und hier, ja, ich könnte maximal
über N Knoten gehen müssen, ja, um von S nach T zu kommen. So, und was aber sozusagen dann gleich im Verlauf des Algorithmus fortgeschrieben wird, dass man Kanten nur dann benutzen darf oder verwenden darf, ja, wenn bezüglich dieser Abstandsmarkierung eine bestimmte Regel erfüllt ist, nämlich, und zwar die folgende: Wenn ich mir jetzt eine Kante des Restnetzwerkes angucke, Kante VW, ja, dann muss sozusagen der Abstandswert von DV oder der Abstandswert von V muss kleiner gleich dem Abstandswert von W plus 1 sein. Nehmen wir jetzt mal gerade erst so hin, wird gleich im Algorithmus klar, warum das so gemacht wird. So, die Dinger werden dann gleich im Laufe des Algorithmus fortgeschrieben, um darüber zu steuern, ob jetzt sozusagen überschüssige Flusseinheiten in Richtung der Senke noch transportiert werden können oder wieder zurück zum Startknoten gebracht werden müssen. Der Algorithmus selbst, nee, das habe ich noch vergessen. So, Netzwerk heißt, oder ein Flussnetzwerk gegeben, ein Preflow haben wir gegeben. Wir haben jetzt eine Abstandsmarkierung und wir nennen eine Kante benutzbar, genau dann, wenn es erstmal eine Kante im Restnetzwerk ist und eine Kapazität größer als 0 aufweist. Das sollte ich vielleicht da hinschreiben. Das schreibe ich jetzt deswegen dahin, weil ich eben in dem Restnetzwerk auch die Kanten drin habe mit Kapazität 0. Ja, wenn ich die rausstreiche, dann müsste ich diese Bemerkung nicht dazu schreiben. So, und diese Kante ist aber auch nur dann benutzbar, wenn genau das hier gilt. Ja, wenn V, und wir messen bei dieser Abstandsmarkierung, das hat jetzt nichts mit den Kapazitäten zu tun, da geht es nur um die Anzahl der Kanten, die ich verwenden darf. Und sozusagen diese Interpretation dessen hier ist, dass der Knoten V quasi ja um genau eine Kante weiter entfernt ist als der Knoten W. Ja, also dV ist gleich dW plus 1. Das ist die Interpretation dafür. So, und der Algorithmus verwendet jetzt zwei Operationen. Und das ist die eine, ist die sogenannte Push-Operation. Bei der Push-Operation versuchen wir, Einheiten von einem Knoten V zu einem Knoten W zu verschieben. Ja, das heißt, wir würden den Fluss erhöhen, entsprechend dieser Kante. Den Fluss der umgedrehten Kante würden wir verringern. Ja, stellen Sie sich vor, wir arbeiten in dem Restnetzwerk und die Überschüsse würden entsprechend verändert werden. Ja, und eine Push-Operation von V nach W heißt sättigend, wenn sozusagen die Restkapazität hiermit ist die Kapazität in dem Restnetzwerk gekennzeichnet mit dem Tau und F, wenn das nach dieser Operation gerade 0 ist, ja, andernfalls ist sie nicht sättigend. Das ist die eine Operation. Und die zweite Operation ist die sogenannte Relabel-Operation. Und mit dieser Relabel-Operation verändern wir die Abstandsmarkierung. Und das machen wir genau so, dass wir wenigstens in jedem Schritt immer eine Kante tatsächlich verwenden können. Ja, entweder wir verschieben in Richtung der Senke oder wenn wir feststellen, es geht nicht weiter, ja, dann ändern wir die Abstandsmarkierung so, dass wir sie zu einem Vorgängerknoten zurückschicken können. Das hatte ich auch schon gesagt, Knoten mit einem Überschuss, die nennen wir aktive Knoten. Ja, und sozusagen die generische Variante von diesem Preflow-Push-Algorithmus sieht jetzt wie folgt aus. Wir bestimmen eine initiale Abstandsmarkierung. Machen wir uns gleich noch Gedanken dazu, wie die aussehen kann. Initial setze ich, sagen wir, für alle Kanten den Wert der Flussfunktion oder des Preflows auf 0. Und für die Kanten ausgehend von meinem Startknoten setze ich sozusagen den Fluss auf die maximale Kapazität der entsprechenden Kante. Ja, das heißt sozusagen, die von S ausgehenden Kanten werden sozusagen erstmal geflutet. Ja, und dann entstehen natürlicherweise erstmal aktive Knoten, ja, sozusagen die Nachfolger von S. Ja, und dann der ganze Algorithmus besteht aus dieser Schleife,
Also eigentlich ganz einfach. Wir wählen uns einen beliebigen aktiven Knoten aus. Und dann führen wir die Push-Relabel-Operation aus. Wie sieht die Push-Relabel-Operation aus? Die funktioniert jetzt auf einem aktiven Knoten. Wir nehmen eine debenutzbare Kante, ausgehend von V, und versuchen jetzt sozusagen den Überschuss zu verteilen. Ja, aktiver Knoten heißt, da gibt es einen Überschuss. Und wir gucken uns jetzt an, sozusagen erstmal, ob eine Kante benutzbar ist. Da gibt es zwei Kriterien für. Das eine ist, dass wir noch Restkapazität haben. Das zweite ist die Gültigkeit dieser Abstandsmarkierung. Ja, das wird sozusagen hier geprüft. Ja, und dann nehme ich mir das Minimum aus dem Überschuss in diesem Knoten und der Restkapazität der entsprechenden Kante. Ja, und die kleinere Größe, um die verändern wir jetzt unseren Preflow. Ja, das heißt, der Preflow auf dieser Kante wird um Delta-Einheiten erhöht. Der Überschuss in V wird um Delta-Einheiten verringert, ja, weil die schiebe ich jetzt quasi weiter. Und der Überschuss in dem aufnehmenden Knoten W wird um Delta-Einheiten vergrößert. Und wenn ich keine benutzbare Kante mehr habe, dann führe ich die Relabel-Operation aus. Ja, dann gucke ich mir quasi meine Nachbarn an, ausgehend von V. Ich gucke mir meine Nachbarn im Restnetzwerk an, ja, und mache sozusagen die Abstandsmarkierung, setze ich so, dass wenigstens eine Kante benutzbar wird. Ja. Benutzbar war ja, wenn dv gleich dw plus 1 ist. Und das setze ich hier gerade. Gucken wir uns gleich in einem Beispiel an. Ja, das ist schon der ganze Algorithmus. Und hier sind natürlich jetzt immer so ein paar Routinen, die wir sozusagen, wenn wir da jetzt irgendwie scharf drauf gucken auf so ein Beispiel, sofort identifizieren. Aber die natürlich vom Rechner irgendwie dann noch mal ein bisschen unterfüttert werden müssen. Also das ist der ganze Algorithmus. Solange es noch aktive Knoten gibt, führen wir entweder einen Push aus oder dieses Relabel. So, was man sich jetzt überlegen muss, ist noch das Folgende. Was mache ich mit dieser Abstandsmarkierung? Was wähle ich als initiale Wahl? Ja, eine mögliche Wahl wäre das hier beispielsweise, dass ich sage, für alle Knoten außer dem Startknoten setze ich diese Abstandsmarkierung auf den Wert 0 und für den Knoten S selbst setze ich den auf den Wert N. Ja, das wäre eine zulässige Abstandsmarkierung, ist ein bisschen unglücklich, weil ich dann, um überhaupt sozusagen erstmal was in das Netzwerk reinzubringen, brauche ich relativ viele Relabel-Operationen, damit ich Kanten überhaupt benutzbar machen kann. Das heißt, was man vielleicht besser machen kann, ist das Folgende, dass man einmal da durchläuft durch den Graphen. Und zwar, dass ich mir angucke, wie weit oder wie viele Kanten liegen denn zwischen einem Knoten V und der Senke T. Ja, also über wie viele Kanten kann ich T von einem Knoten V aus erreiche und diesen Wert quasi als Abstandsmarkierung für den Knoten V verwende. Also quasi die Länge eines kürzesten Weges mit einheitlicher oder uniformer Kantenlänge. Auch da mache ich, weil das auch relativ aufwendig ist, da jetzt eine exakte Analyse zu machen, ich gebe Ihnen das einfach mal an. Auswahl aktiver Knoten und benutzbarer Kanten. Es gibt verschiedene Varianten, die da vorgeschlagen worden sind in der Literatur, ja, dass man die Auswahl der aktiven Knoten in so einer FIFO-Struktur macht. Dann komme ich auf eine Laufzeit von V hoch 3 oder das sogenannte Highest Distance-Verfahren. Ich wähle den Knoten mit der maximalen Abstandsmarkierung. Dann komme ich auf einen Wert von V Quadrat mal Wurzel aus E, also E, damit meine ich die Anzahl der Kanten natürlich. Wenn ich das jetzt hier sozusagen so ein bisschen verfeinere, das ist jetzt eigentlich nur der Algorithmus genauso, wie wir ihn eben hatten. Da habe ich was zu gesagt und wir gucken uns jetzt einfach mal ein Beispiel an. Und zwar das Folgende. Das ist der Graph, den wir da eben auch schon hatten. Ich habe hier jetzt, wie gehabt, in Blau die Kantenkapazitäten gekennzeichnet. Der Preflow wird mit grüner Farbe gekennzeichnet werden. An jedem Knoten habe ich jetzt sozusagen nochmal zwei Werte. Das eine E und ein F, das ist dieser Überschusswert. Das D wird die Abstandsmarkierung sein.
Das ist sozusagen die Initialisierung, wo ich erstmal einen Preflow mit dem Wert 0 habe und mein zugehöriges Netzwerk ist das hier. Initiale Abstandsmarkierung hatte ich gerade gesagt. Ich würde jetzt hier 6 nehmen, weil ich 6 Knoten im Netzwerk habe, für alle übrigen 0. Wenn ich das jetzt so mache, braucht das relativ viele Relabel-Operationen. Das heißt, ich ändere das mal dahingehend, dass ich sage, ich nehme die Länge eines kürzesten Weges. Und zwar habe ich hier von B komme ich nach T direkt über eine Kante, von hier komme ich über 2 Kanten, von hier über 3 Kanten. Da bin ich mir gar nicht sicher, das darf ich eigentlich gar nicht. Das ist ein Fehler, da muss eigentlich nach wie vor die 6 stehen. Das müssen wir gleich im Beispiel ändern. Aber für die anderen habe ich halt hier irgendwie 2, 1, wie gesagt. So, initial fluten wir jetzt die Kanten, die aus S herauslaufen. Ja, das heißt, wir würden hier 16 Einheiten drüber schicken, hier 13 Einheiten drüber schicken. Das heißt, entsprechend würde der, das darf ich machen. Nein, das machen wir doch, das lassen wir doch bei 3. Lassen wir doch bei 3 hier, weil dann kann ich die Kanten auch tatsächlich benutzen. Also 16 Einheiten Überschuss, die Abstandsmarkierung ist 2, dadurch ist diese Kante überhaupt benutzbar. Ja, benutzbar ist sie genau dann, wenn ich noch Restkapazität habe. Ja, wenn hier zuvor 0 Einheiten bislang drüber geschickt waren, habe ich also sozusagen noch Kapazität frei. Und bezüglich der Abstandsmarkierung gilt dann, dass das gleich dem plus 1 ist. Ja, also hier die 3, die lassen wir mal so. Die kann ich benutzen, genau das gleiche gilt hier unten. Das wäre jetzt entsprechend angepasst das Restnetzwerk. Ich habe da auch jetzt sozusagen hier diese Werte mal mit dran geschrieben. Kann man das gleich besser sehen. Ja, das nächste, ich würde mir jetzt einen aktiven Knoten auswählen. Aktiver Knoten ist der Knoten A. Vom Knoten A würde ich jetzt, das war ein kleiner Schritt zu schnell. Den habe ich als aktiven Knoten ausgewählt. Ich hatte da einen Überschuss von 16. Da ich hier aber nur 12 Einheiten drüber schicken kann, kann ich natürlich auch nur diesen Preflow hier entsprechend um 12 vergrößern. Entsprechend baut sich hier der Überschuss ab. Hier baut er sich auf. Die Kante kann ich benutzen, weil auch diese Regel für diese Abstandsmarkierung gilt. Ja, 2 ist gleich das Ding plus 1. Das passt also. Als nächstes würde ich jetzt auswählen, das ist das, was ich eben dachte, wenn man die beispielsweise in so einer, was habe ich denn gesagt, FIFO-Struktur, ne? First in, first out. Genau, wenn ich das in einer FIFO-Struktur verwende, ja, dann würde jetzt C sozusagen verwendet werden als aktiver Knoten. Als, ja, bei dem würde jetzt auch, die Kante kann ich nicht benutzen, ja, weil hier diese Abstandsmarkierung nicht gilt. Ja, D gleich 2, D gleich 2, also diese Kante wäre nicht benutzbar. Ja, benutzbar wäre nur diese Kante hier unten. Ja, Abstandsmarkierung 1, Abstandsmarkierung 2, das passt. Ich habe 13 Einheiten Überschuss, 14 könnte ich maximal transportieren. Das heißt, wir würden jetzt in diesem Schritt 13 Einheiten darüber bringen. Und das ist genau hier passiert. So, der nächste Knoten, der jetzt dran wäre, wäre der Knoten B, den ich als nächstes oder als nächsten aktiven Knoten verwenden würde. Hat einen Überschuss von 12, Abstandsmarkierung 1. Die Kante kann ich nicht verwenden, weil das mit der Regel oder mit der Gültigkeit dieser Abstandsmarkierung nicht gilt. Ja, die Abstandsmarkierung hier, 2, ja, das würde bedeuten, okay, hier bin ich quasi direkt neben meinem T und wenn ich mich hierhin begebe, dann laufe ich ja von T weg. Das ist ja nicht das, was ich möchte. Ja, also die Kante darf ich nicht verwenden, das heißt, es bleibt nur diese Kante übrig und ich würde jetzt 12 Einheiten von B nach T schicken. Ja, das würde hier genau passieren. Ich habe das mal hier so aufgeschrieben. Dadurch würde der gesamte Überschuss in diesem Knoten abgebaut werden. Ich habe die 12 Einheiten hier. Genau. So, als nächstes habe ich noch Überschuss in Knoten D. Da hatte ich einen Überschuss von 13. Ich kann über diese Kante hier, das ist die einzige, die ich benutzen kann, aufgrund der Regel für diese Abstandsmarkierung,
ja, kann ich 4 Einheiten schicken, es verbleibt ein Überschuss von 9. Ja, diese Kante wird nicht verwendet, weil die Bedingung an die Abstandsmarkierung hier nicht erfüllt ist. In dem nächsten Schritt könnte ich jetzt, da habe ich einen Fehler im Beispiel gemacht, das ist ja doof. Da habe ich gesagt, das mache ich so, das darf ich aber gar nicht, weil ja hier das nicht erfüllt ist. Das heißt, was muss ich da jetzt machen? Ich würde jetzt hier beispielsweise eine Relabel-Operation würde ich anwenden, beispielsweise auf dem. Das muss ich mal gucken. Also die Folien sind falsch, sehe ich gerade, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, ich müsste hier jetzt die Relabel-Operation anwenden. Ja, ich würde jetzt hier die Relabel-Operation anwenden und würde mir angucken, wie muss ich denn diesen Wert erhöhen, damit ich was abbauen kann. Also es würde jetzt hier passieren, ein Relabel, und zwar würde der den Wert bekommen, das habe ich so, in der jetzigen Situation, dann müssen wir das jetzt mal hier so per Hand machen. Ich würde jetzt hier ein Relabel durchführen als nächstes vom Knoten D. Was würde passieren? Ich würde jetzt hier die Abstandsmarkierung entsprechend dieser Relabel-Operation auf den Wert 2 setzen. Dadurch würde diese Kante hier benutzbar werden. Ja, das heißt, hier kommt der Wert 2 hin. Ja, und dann kann ich in der Tat den nächsten Schritt machen. Dann könnte ich jetzt als nächstes sagen, ich wähle jetzt den Knoten D aus, weil der ist dann, ja, das ist jetzt doch gültig, ich kriege das aber jetzt nicht mehr weg hier. Ich habe kein Radiergummi hier. Hier hätten wir jetzt die Abstandsmarkierung 2, Entschuldigung. Abstandsmarkierung ist 2. Und ich könnte jetzt genau diese 7 Einheiten, die wir hier eben als Überschuss noch hatten, könnte ich jetzt hier rüber schicken. Dadurch würde der Überschuss in diesem Knoten reduziert werden auf 2. Hier wird er wieder um 7 erhöht werden. Als nächstes könnte ich jetzt diese Kante nochmal benutzen, weil ich habe noch Restkapazität zur Verfügung. Ja, der Wert der Abstandsmarkierung, das passt auch. Müssen wir uns merken, hier haben wir mittlerweile 2 stehen. Ich würde entsprechend hier diese 7 Einheiten in Richtung Senke abbauen. Dann habe ich hier 19 stehen. So, jetzt habe ich aber immer noch aktive Knoten, und zwar den hier. Und der ist auch noch aktiv. Ich kriege hier nichts mehr hin, also muss ich es irgendwie zurückschicken. Das heißt, ich würde jetzt diesen Knoten hier, D, habe ich jetzt als nächstes wieder ausgewählt, der würde jetzt mit dieser Relabel-Operation, ja, das war ja sozusagen das Minimum aus quasi den vorhergehenden Knoten um 1 erhöht. Dadurch wird dieser Knoten wieder benutzbar. Das heißt, hier würden wir jetzt den Wert der Abstandsmarkierung des Knotens D auf 3 setzen. Das ist diese 2 plus 1. Ja? Und dadurch würde jetzt quasi diese Kante quasi als Rückwärtskante benutzbar sein. Ja? Das heißt, wir würden jetzt den Überschuss dieser 2 Einheiten hierhin zurückgeben. Aktiver Knoten wäre D und wir würden die Kante DC als Rückwärtskante hier in diesem Restnetzwerk verwenden. Ja, damit haben wir dann den Überschuss hier abgebaut, der ist jetzt hier. Ja, und jetzt müssten nochmal irgendwie Relabel-Operationen erfolgen. Ich glaube, ich habe es auch, das Beispiel ist nicht ganz korrekt. Wenn ich jetzt den auswähle, der würde jetzt den Wert doch hier auf 3 setzen, dadurch würde ich diese Kante benutzbar machen. Aktiver Knoten C, die Relabel-Operation würde auf 3 kommen, damit würde ich diese Kante benutzbar machen, würde diesen Überschuss von 2 hier oben hochschicken. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig gemacht. Jo. Als nächstes würde also hier der sozusagen nochmal ausgewählt werden, Push, diese 2 Einheiten hier hoch. Und dann würde ich diesen Knoten hier oben auswählen, auch da würde ich nochmal eine Relabel-Operation machen und würde den Knoten A in seiner Abstandsmarkierung
auf 4 erhöhen. Ja, dadurch würde der sozusagen seinen Überschuss wieder in Richtung der Senke abbauen können. Aktiver Knoten A, und der baut jetzt diese 6 Einheiten, die er mittlerweile aufgebaut hatte, wieder in Richtung der Senke ab. Das heißt, was wir dann erreicht haben, wir haben jetzt sozusagen diesen Preflow, ist jetzt zu einem Flow geworden, mehr oder weniger automatisch dadurch, dass ich in jedem Knoten diesen Überschuss abgebaut habe auf 0. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal überprüfen, ja, wenn wir uns mal den Schnitt hier angucken, 19 plus 4, 23, 10 plus 13, 23, das ist in der Tat auch genau der Wert, den wir eben auch ausgerechnet hatten. Das ist ja das gleiche Netzwerk. Ja. So, weitere aktive Knoten gibt es nicht. Der Preflow erfüllt diese Flusserhaltung. Wir haben Fluss erreicht, der Wert ist 23 und wir haben den maximalen Fluss bestimmt.